Ja, liebe Leute, wir leben in einer Zeit, wo die Wahrheit, wenn sie politisch unkorrekt ist, nicht mehr ausgesprochen werden darf. Und jetzt hat hier einer von der Gegenseite einen ganz tollen Fund gemacht und das Video nochmal extra hochgeladen auf YouTube, wo Till Lindemann über die Liebe redet und gedenkt da jetzt einen ganz großen Fund gemacht zu haben. Aber ich werde euch mal aus der Sicht eines Dating-Coaches sagen, was ich dazu zu sagen habe. Viel Spaß dabei. Liebe. In allen Varianten, in Perversion, in den schönen Seiten und den Schattenseiten, die es ja einfach nur mal gibt. Also es geht eigentlich immer nur um das Hauptding, ist Liebe in allen Formen, in allen Varianten. Frauen wollen ja, dass man ihnen nachsteigt. Das ist ein normales Balzverhalten. Jeder V hat ein riesengroßes Pfauenrad hinten dran, ne? Und jeder Buntspecht ist bunter als das Weibchen. Der Mann kümmert sich um... Ja, was eine schockierender Fakt, liebe Frauen. Frauen wollen, dass Männer ihnen nachsteigen. Also Frauen wollen, dass Männer um sie balzen, ihnen hinterhergehen, um sie kämpfen, sich um sie kämpfen. Das ist heute natürlich im Woken-Zeitgeist, kann man das nicht mehr aussprechen. Auch wenn es immer noch genauso läuft, sonst wäre ich nicht in Lohn und Brot. Denn ein großer Punkt, warum ich ja meinen Job mache, ist ja, dass Frauen zwar moderner geworden sind, was Sexualität angeht oder auf dem Arbeitsmarkt, aber im Balzverhalten noch genauso funktionieren wie in den 50er Jahren. Und das hat man den Männern halt nicht beigebracht. Und die Männer, die zu mir kommen, die neigen nicht, wie das ja immer so von der Gegenseite dargestellt wird, ja, das sind ganz, ganz hässliche Typen oder Incels. Ihr könnt euch die Leute ja mal angucken auf meiner Webseite. Um die Frau... Und bald, sie kämpfen miteinander, also, und die Frau steht dann eben das Weibchen beziehungsweise und wartet nur drauf, dass irgendwas passiert. Aber mega attraktiver Typ auch, ne? Also wirklich, also er war ja wirklich sehr modelmäßig da noch in den, 1997, mein Gott, das ist lange her. Krass, wie der da noch aussah. Also ich kann schon verstehen, warum ihm die Frauenherzen zufliegen. Also irgendwie lassen sich umgarnen, also man steigt einer Frau nach. Das ist das Normalste in der Welt, also. Das ist das Normalste in der Welt. Oder? Gott, dann nochmal aufgespielt. Oh, ganz schockierend. Ja, liebe Leute. Was sagt ihr dazu, liebe Frauen? Ja? Ist es das Normalste der Welt oder ist das ein ganz böser Sexismus? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Euer Maximilian. Bis dann.